da. Aber ist es nicht ein bisschen auch unser Minderwertigkeitskomplex von Österreich gegenüber jemandem aus Deutschland, wo wir immer sagen, die haben es erfunden? Weil eines muss man sagen, Hütter ist in Deutschland sehr erfolgreich, Glasner ist in Deutschland sehr erfolgreich, die holen gerade die österreichischen Trainer nach Deutschland. Aber Rangnick ist Rangnick. Also der ist Trainer bei Manchester United, nicht umsonst. Und mir ärgert in der ganzen Geschichte eigentlich immer dieses, also auch wenn ich an Hans Krankl jetzt höre oder an Peter Backold, diese österreichische Lösung. Ja, das, aus dem Zeitalter müssen wir raus sein, der Beste muss es sein. Und in dem Fall war der Peter Stöger der Zweitbeste. Also ich hätte Peter Stöger extrem gerne als Teamchef gesehen. Er hätte andere Qualitäten gehabt und ich glaube, die hätten auch gut gepasst. Vor allem, er hätte alle zusammengebracht. Das ist ja seine große Stärke. Aber im Westen von Österreich wäre schon wieder typisch die Wiener Partie. Ja, also Pickerl wäre wieder da gewesen. Das aber im Endeffekt würde ich mich auch freuen, wenn es eine Frau wird, wenn sie die Beste ist. Aber das gibt es vielleicht jetzt noch nicht. Aber jetzt ist halt ein Deutscher. Für uns gerade, glaube ich, also wenn man auch den ganzen Verband sich ansieht, wie der strukturiert ist, glaube ich, ist das die spannendste Lösung. Aber was du sagst, ist ganz richtig. Ob das ein Schwarz ist, ob das eine Frau ist und so. Deutschsprachig muss er sein, weil das haben wir erlebt, da saß der Karl Brücker oder so. Brücker, sowas kannst du nicht bringen. Also deutschsprachig war einfach eine Grundvoraussetzung, das war wichtig. Aber ob der jetzt aus Deutschland ist, ob Norddeutschland, aus Schwabenland, aus Schweiz oder so, es soll der Beste sein. Und da ist mit Rangnick wirklich ein Name gekommen. Das sind alle überrascht. Zumindest, ich muss ganz ehrlich sein, wir hatten ja in der Vergangenheit schon Teamchefs. Wenn ich an Karel Brückner denke, da war ich sehr, sehr überrascht. Damals, ich war beim Training vom österreichischen Nationalteam, da hat der René Aufhauser, der beste Kopfballspieler, die Korner geschossen. Also die eigenen Spiele teilweise nicht gekannt. Also das kann man bei Rangnick wahrscheinlich jetzt davon... Jetzt wahrscheinlich die Zweitjob-Geschichte, oder? Ja, aber... Ich wollte den Hannes diesbezüglich auch fragen. Ich habe es gerade gesagt, jetzt sind sehr viele Trainer im Ausland erfolgreich. Glasner, Hütter, da hat man gesprochen, Ralf Hasenhüttl, Peter Stöger war im Ausland sehr erfolgreich. Jetzt preist man immer so diese Trainerausbildung in Österreich an. Ist es dann noch nicht schon ein bisschen eine Niederlage, die sich da eingestehen muss, wenn man jetzt wieder einen Deutschen holt? Na, glaube ich nicht. Ich meine, ich sehe in Frankophone nicht als Deutschen in Wirklichkeit, weil da war ich schon so lange in Österreich. Sehe ich den nicht so. Aber na, ich finde es einfach, das ist legitim, dass man einen ausländischen Trainer holt. Warum er nicht? Weil das der Beste ist, so wie ihr gesagt habt. Aber ich hätte auch ganz gerne einen Peter Stöger gesehen oder einen Andreas Herzog gesehen. Hätte auch damit sehr gut leben können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Andreas Herzog hat schon gezeigt, dass er das kann und der Peter Stöger so und so, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber wenn ich natürlich als Peter Schöttl an Ralf Rangnick kriege, wo medial auf der ganzen Welt wahrscheinlich ein Aufschrei ist, hat er schon einen guten Coup gelandet. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Absolut.